Oh, da konnte man das gerade nochmal anmachen. herzlich willkommen zurück zu Dead by Daylight. Wir spielen die Babyhexe auf, ich glaube, immer noch Stufe 6 oder Stufe 7, irgendwie so. Weil ich eine Daily habe und ich wollte die mal ausprobieren. Ich muss dumme Husos schlagen, nachdem ich aus einer Phantomfalle hingehüpft bin. Das heißt, ich setze Phantomfallen und sobald ich irgendwie ein Dings höre, drücke ich L1. Ich wusste eben nicht, welche Taste das war, die ich drücken muss, um die Survivor zu killen oder zu schlagen. Und habe dann am Ende eine Claudette vom Generator weggezogen und gehuckt. Und natürlich gab es den obligatorischen Disconnector. Aber ich glaube, ich werde das nicht hochladen, einfach aus dem Grund, weil nichts passiert ist. Es war jetzt nicht irgendwie spannend oder so, es war einfach nur lahm und dämlich. Und zwei Dwights, die in den Schränken im Keller sich versteckt haben und die ich mir dann gesnackt habe. Beide aus dem Keller, aus den Schränken. Idioten. Aber naja, so, wir gucken uns um. Wo sind wir denn? Geh erstmal zu dem nächsten Generator. Oh, das ist die doofe Map. Oh, die Map ist blöd. Oh, das war falsch. Falle war L. Ups. Wo war das denn jetzt? Ach, da hinten. Renn doch nicht so offensichtlich rum. Hättest du dich versteckt, dann hätte ich dich auch verloren. Oh, David. Da ist gerade 100 vor jemand weggeschlichen. Ach fuck, dieser blöde Speedboost geht mir auf den Sack bei Killern. Ich bin ein bisschen langsam, wenn ich da so wiederkomme. Ach, sie haben einen Totem gefunden. Das ist nicht gut. Das hat doch schon mal geklappt jetzt hier.
Aber dem ist auch ein Generator fertig und gleich meine ganzen Fallen weg ausgelöst. Käthe! Da bist du. Ach Mann. Die ist auch so langsam, wenn sie da wieder rauskommt. Ja, lauf da lang. Idiot, ist hier der Keller? Nein, ist er nicht. Wo ist denn dann der Keller hier? Wenn der nicht hier ist. Ich weiß es gar nicht, um ehrlich zu sein. Ups. Was machst du denn, Kate? Ich weiß, wo du bist. Ich muss diese Totem unbedingt beschützen. Ne Fengmin! Du wolltest mein Totem, oder? Wo ist sie? Hier war doch eben einer. Oder hat Fengmin das ausgelöst? Kann eigentlich gar nicht sein. Kann eigentlich nicht sein. Ist nicht, Mädchen, ist nicht. Guck mal, hier hing schon jemand. Und zwar die Claudette. Oh Mist. Das war nicht so toll.
Ja, lauf zu ihr hin. Ach, Claudette. Du blöde Idiotin. Ja, Mädchen, ne? Ja, Fangman, gehst du nicht retten oder was? Ah, jetzt gibt's sie retten.
Das war jetzt nicht so schlau von euch, euch hier hinten zu verstecken. Ihr hättet vielleicht woanders hingehen sollen. Warum läufst du in mich rein? Ach ja, hier ist der Keller. So. Kellerzeit, Baby. Kate kann jetzt überall sein. Zum Glück ist sie nicht so schwer zu entdecken wie die Claudette. Sie wird wahrscheinlich aber auch jetzt eher nach... Oh, da oben ist die Luke drauf. Ja. Das war's. Sie ist weg. Die ist... Sie ist doch nicht weg. Nein. Scheiße. Das war mein eigener Fehler. Ich hätte einfach direkt in den Weg springen müssen. Egal, macht nichts, macht nichts. Hat sie komplett verdient. Ich habe die Trophäe gekriegt. Und halt eben die Dani geschafft. Das war doch eine gute Folge. Alles klar. Wir haben alles geschafft, was wir wollten. Ich habe sogar die Trophäe bekommen. Ich habe keine Dailies mehr. Alles gut, alles gut. Da durfte die auch entkommen. Ey, guck mal, guck dir mal die Punkte an. Also wenn ich sie jetzt auch noch gekriegt hätte... Oh, das wäre so geil gewesen jetzt. Hätte ich die drei Perks dabei gehabt. Dann hätte ich jetzt nämlich auch die andere Trophäe noch gekriegt mit ihr. Aber das war die, vor der ich irgendwie am meisten Angst hatte. Die, wo ich dachte, so, das schaffe ich niemals. Und in, ich sag mal, meiner dritten Runde mit ihr auf PlayStation habe ich die gekriegt. Also kann ich schon mal ein bisschen stolz auf mich sein. Ja, ich hoffe, es hat euch nicht zu sehr gelangweilt. Ich war zwischendurch sehr konzentriert und habe halt deswegen auch die Fresse gehalten. Aber ich habe das sehr genossen, fand das sehr gut und hätte ich sie am Ende noch gekriegt, wäre das natürlich ein perfekter Win gewesen. Aber ist nicht so schlimm. Ne? Nächstes Mal machen wir dann die andere Errungenschaft mit der Hexe, hoffentlich. Und ja. Wir sehen uns, wenn es wieder heißt, mal gucken, ob die wieder behindert sind. Bei Dead by Daylight. Tschüss!